Moin moin und ganz herzlich willkommen zurück zum Tutorial für KSP 1.6 und heute geht's auf nach Minmus. Wir haben den Auftrag schon angenommen und zwar sollen wir an Minmus einmal vorbeifliegen und wir werden das gleich in der Mission mit ein bisschen was kombinieren, nämlich auch noch mit einem Docking an unserer neuen Raumstation, um da Wissenschaftspunkte abzuliefern, wenn wir schon mal an Minmus vorbeifliegen. Ansonsten wird es aber eine relativ einfache und übersichtliche Geschichte. Wir werden das als Einzelmission fliegen und wir werden heute aber in unserer Einzelmission einen Wissenschaftler benutzen. Denn erstens, unsere Wissenschaftler müssen auch mal trainieren. Ganz konkret ist das der liebe Bob. Bob wird heute die Mission fliegen. Zweitens kann man mit Wissenschaftlern noch ein paar Sachen tun, die halt einfach sehr, sehr angenehm sind, wenn man relativ wenig Wissenschaftsmaterial mitschleppen möchte. Und das zeige ich euch, das ist nämlich dieses Ausreinigen der Experimente. Damit wir trotzdem SRS haben, nehmen wir diesen Probodyne Probcore mit, den wir mittlerweile haben. Der gibt uns SRS-Unterstützung und wir werden an den vorne natürlich noch einen Docking-Port bauen. Zack. Damit wir nachher mit unserer Raumstation andocken können. Das wird der Minmus Flyby-1. Wir werden mal gucken. Ich glaube, ich werde sogar einen niedrigen Flyby machen. Orbit werden wir auf keinen Fall jetzt schon machen. Das würde sich nicht lohnen. Außer wir kriegen den direkt als Mission. Das müssen wir mal sehen, ob wir das in einem Abwasch gelöst bekommen. Aber ich will da jetzt noch nicht zu optimistisch sein. So, das Ganze braucht auf jeden Fall ein Hitzeschild. Sonst wird das ein bisschen knapp insgesamt mit dem Fliegen später. Und wir brauchen natürlich auch einen Decoupler, damit wir uns von dem ganzen Zeug trennen können. Ansonsten geht es wieder so los. Ihr kennt das Raketenprinzip eigentlich schon relativ gut, wie ich das verwende. Das ist eine relativ standardmäßige kleine Rakete. Wir nehmen nach dem Labor den FLT 400er Tank und wir packen da hinten ran den Terrier in einer Variante, der euch gefällt. Das könnt ihr halten wie die Maurer. Ich nehme heute den, denke ich. Obwohl eigentlich hier als Abschluss dieser Rakete ist er mit dem Mantel gar nicht schlecht. Und wir fliegen es weiß heute. Kommt, wir machen heute mal eine schöne weiße Rakete, die hebt sich vor dem Grün von Minmus bestimmt ganz gut ab. So, damit haben wir nämlich schon mal eine Upper Stage mit 2152 Delta V. Da kann man relativ viel mit anfangen. Das wird jetzt gleich noch ein bisschen weniger durch die Experimente, ist aber eigentlich für uns relativ ausreichend. So, wir können jetzt verschiedenste Varianten von Solarpanelen hier ran machen. Letzten Endes ist es Geschmackssache, wie ihr das machen wollt. Wir können mal spaßeshalber ausklappbare Solarpaneele benutzen. Schaden tun die nicht. Sind jetzt aber eigentlich auch noch nicht groß wichtig in der ganzen Sache. Ist eine Geschmackssache. Ich persönlich nehme meistens eher diese kleinen flachanliegenden, einfach weil die wenig Gewicht haben und uns dadurch die Delta V nicht so versauen. Aber wir können die auch trackingmäßig nehmen. Das ist, wie gesagt, ich nehme jetzt mal einfach, damit ihr auch die letzten Solarpaneele mal noch gesehen habt. Die lassen sich nicht wieder einfahren. Nehme ich die jetzt mal mit. Wie gesagt, ist Geschmackssache. Es ist wirklich Geschmackssache. Wir nehmen zwei davon mit. Dann haben wir eine relativ gute Abdeckung. Dann gibt es wirklich nur noch sehr wenige Winkel oder einen ganz bestimmten Winkel, in dem wir gar keine Energie mehr durch die Sonne bekommen. Und dann war es das auch. Und wir nehmen auf jeden Fall eine Antenne mit, damit der Probe Core immer Kontakt hat. Denn der Probe Core ist natürlich unser Garant dafür, dass wir die Rakete dann auch mit SRS steuern können. Wo wir die anbauen, auch das ist wieder ein bisschen Geschmackssache. Ich packe sie jetzt hier hin. Ihr könnt die ganz nach hinten packen, ganz nach vorne packen, wie ihr wollt. So, wichtig ist, dass wir alle anderen Experimente auch einmal mitnehmen. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall einmal Mystery Goo mit. Ich klatsche mir das hier schön. Ah ne, wir machen das hier unten hin. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht komplett rausnehmen. So, zack. Jedes Experiment einmal reicht vollkommen aus. Und was wir dann noch machen, ist, wir machen ein Experiment-Lagermodul fertig, damit wir die Experimente in zwei Städten lagern können. Das sieht jetzt nicht besonders schön aus. Ah, mir wurde auch gesagt, guck mal, ich hatte auch folgenden Tipp mal bekommen. Das kann man natürlich auch machen, das hier vorne in den Rüssel reinzupacken.
Kann man so machen. Ich will es jetzt aber nicht wieder mit nach Hause nehmen, deshalb packe ich sie unten ran. Wir können das natürlich ein bisschen als Gegengewicht benutzen. Zack. Mir geht es dabei darum, ich möchte einmal die Experimente in der Kapsel mit nach Hause nehmen und ich möchte sie einmal in diesem Teil hier zur Raumstation bringen. Das wäre so mein Anliegen. So, jetzt kommen auf jeden Fall noch die Fallschirme. Da wir ja die Fallschirme hier oben drauf schon weg haben und nicht mehr benutzen können, kommen dann hier zwei seitliche Fallschirme einfach ran. Zwei einfach nur aus Symmetriegründen. Die braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber also man braucht nicht zwei bei der kleinen Kapsel. Eine hat es auch getan. Aber aus Symmetriegründen ist das ein bisschen schöner. So, und dann haben wir eigentlich auch schon ein ganz nettes kleines Raumschiff, mit dem wir zum Nimbus und zurückfliegen können. Und eine Sache, die jetzt noch dazu kommt, damit ihr das Docking gut machen könnt, ist die Steuerdüsenblöcke RV-105. Davon empfehle ich euch vier Stück. Ich packe die jetzt mal relativ weit hinten an mein Raumschiff ran. Normalerweise könnt ihr gucken, dass die sich so ausgleichend um den Gewichtsschwerpunkt bewegen. Dann habt ihr nicht ganz so viel Drall mit drin. Der Drall ist immer vertretbar. Und was ich dann immer sehr gerne mache, um sie nicht für irgendwelchen anderen Kram noch zu benutzen, Rechtsklick drauf. Dafür müsst ihr die Advanced Tweakables bzw. die erweiterten Einstellungen aktiviert haben. Das hatte ich euch in der ersten Folge gezeigt. Zack, und Gierung, Neigung und Rollwinkel aus, dass dort kein RCS mitarbeitet. Das machen wir komplett über die Reaction Wheels. So können wir die Kiste beim Docking dann ganz gemütlich steuern und haben nicht irgendwelche Abweichungen noch mit drin. So, guckt einmal, dass euer Staging auch noch halbwegs okay ist und ihr nicht gleichzeitig den Fallschirm macht. Und dann haben wir schon mal unsere Reisestufe, mit der wir ganz gemütlich mit dem Bob zusammen nach Minmus fliegen werden. Unter das Ding kommt natürlich wie immer auch ein Decoupler drunter und ich werde jetzt noch mal für den Schuss raus nach Minmus tatsächlich nochmal eine entsprechende Terrier Stage. Also das ist quasi unsere Stage, die wir in den Orbit bringen. Das sind exakt oder relativ exakt die 1000 Delta V, die wir brauchen, um nachher in Richtung Minmus rauszufliegen. Kann aber auch als Upper Stage schon dienen, je nachdem, wie knapp ihr es haben wollt oder nicht. Ist auch wieder Geschmackssache. Neuer Decoupler drunter. Dann kann man das Ganze, das haben wir jetzt letztes Mal gelernt, auch ganz, ganz geschmeidig in ein Fairing einpacken. Das Schöne ist jetzt, wenn wir das 1,8er Fairing nehmen, dann haben wir relativ, na, relativ gerades Fairing. Leider nicht ganz. Schade. Ich muss es ein bisschen breiter machen. Wir bleiben sonst stecken. Wo stecken wir jetzt? Ach, da ist er. Ich übersehe ihn komplett, weil er hinten hängt. Sehr schön. Okay, also ihr müsst immer gucken, dass das Fairing natürlich Platz für alles hat. So. Das macht einfach den Aufstieg nochmal ein bisschen effizienter. Also relativ überschaubares Fairing, in das die ganze Sache eingepackt ist. Und dann nehmen wir uns direkt wieder eigentlich die gleiche Konstruktion, die wir eben hatten, nur dass wir diesmal wahrscheinlich sehr viel effizienter arbeiten können, was die First Stage angeht. Also hier werden wir jetzt, ups, falsche Triebwerk. Zack. Hier werden wir jetzt selbst unterwegs schon mit relativ guter Thrust-Weight-Ratio und mit einer sehr guten, einem sehr guten Effizienzgrad unterwegs sein. Haben schon mal 2100 Delta V zur Verfügung. Und jetzt kommt noch als letzter Part unsere First Stage. Das ist relativ ähnlich zu dem, was wir gerade gemacht haben für die Raumstation. Nur, dass wir es eben ein bisschen runterskalieren können, weil wir natürlich bei weitem nicht so viel Gewicht bewegen müssen. So, wenn wir jetzt mal gucken, auf Meereshöhe hat das 2000 Delta V plus hier 2159, kommen wir locker in den Orbit mit hoch. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, Meereshöhe, zack, haben wir 0,94 Thrust-Weight-Ratio. Das heißt, das reicht nicht ganz. Das heißt, wir brauchen Booster. Wir brauchen aber tatsächlich keine gigantisch großen Booster, sondern nur so ein bisschen Unterstützung. Und das werden wir jetzt auch entsprechend machen, dass wir jetzt sagen, okay, gut, wenn's so ist, dann müssen wir jetzt hier nicht die Riesenbrecher anbauen, sondern wir nehmen einfach tatsächlich vier ganz normale Hammer-Booster.
und zünden die zusammen am Anfang mit unserer Rakete. Auch hier könnt ihr natürlich wieder irgendwelche aerodynamischen Nupsis noch draufbauen. Wichtiger Part ist, dass ihr das zusammenbringt in eine Stage und dann werdet ihr auch sehen, dass damit dann der Schub sehr hoch geht. Das können wir jetzt tatsächlich ein bisschen begrenzen. Einfach mit dem Vorteil, dass dadurch die Booster ein bisschen länger brennen. Und die längere Brennzeit der Booster sorgt dafür, dass wir natürlich Zeit gewinnen, um Treibstoff in der Mitte aus dem Triebwerk rauszubrennen, wodurch der Tank leichter wird und unsere Thrust-Weight-Ratio nach oben geht. Auch hier wieder mein kleiner Flossen-Aberglaube. Packt die einfach hinten dran. Das macht euch das Leben ein bisschen leichter und sieht auch noch nebenbei schön aus. Vier Starten-Nupsis, die kommen in die gleiche Stufe. Und dann prüft ihr einmal euer Staging durch. Ihr wollt die Startrampe zusammen mit dem Haupttriebwerk und den vier Boostern. Dann wollt ihr die Booster abwerfen. Dann wollt ihr als nächstes dieses Triebwerk zünden, nachdem ihr abgekoppelt habt. Das kann man eine Stage machen. Während wir auf der Upper Stage fliegen, kann man sich dann auch schon mal vom Fairing verabschieden. Dann haben wir die, ich nenne sie mal Kicker Stage oder Transfer Stage. Die wird uns in den Orbit von Minmus transferieren oder in die Minmus-Richtung, in den Flyby bringen. Und hier haben wir sehr viel Puffer, um zurück zu Kerbin zu kommen und uns mit der Raumstation zu treffen, bevor wir dann zurück nach Hause fliegen. So, wir gucken noch ein letztes Mal, ob der liebe Bob schon dabei ist. Der Bob ist am Start und damit können wir loslegen und schießen den Bob jetzt in Richtung Flyby von Minmus. Und vielleicht wird noch ein Orbit draus, wenn die Missionsgötter uns hold gesonnen sind. Das werden wir gleich sehen. Los geht's. Ich hoffe, ich habe nicht wieder irgendwas vergessen, so wie in der letzten Folge. Das war ein bisschen peinlich. Also, ansonsten erstmal relativ Standard gehalten, die Mission. Tipp hier ist wirklich, übertreibt es nicht mit der Größe der Raketen. Da wäre jetzt natürlich noch viel, viel mehr gegangen, muss aber oft gar nicht sein. Und wir starten in den Sonnenuntergang tatsächlich, wenn ich das richtig sehe. Oder ist das ein Sonnenaufgang? Man kann das ganz schlecht sagen. Ich glaube, es ist ein Sonnenuntergang. Wir werden es sehen, wenn wir starten. In diesem Sinne, 3, 2, 1 und los. So, es gibt jetzt verschiedene Arten und Weisen, natürlich nach Minmus zu kommen. Ich präferiere einen ganz normalen Standard-Park-Orbit. Es scheint ein Sonnenuntergang zu sein, ja. Und der funktioniert natürlich wieder genauso, wie ihr das schon kennt. Nämlich erstmal leicht in Richtung 90 Grad in einen ganz normalen Kerbin-Orbit zu driften. So, ihr seht, wir verlieren sehr schnell unseren Festtreibstoff, aber währenddessen eben auch schon Treibstoff hier. Und wenn wir das mal aufmachen, haben wir jetzt 2,0. Und wenn wir gleich wegstagen, werden wir durch dünnere Atmosphäre und geringeres Gewicht auch ein positives, also 1,1 und ein bisschen Schubgewichtverhältnis haben, womit wir weiter nach oben beschleunigen, was eine gute Sache ist. Es ist immer ein bisschen peinlich, wenn man mit der Rakete wieder zurückfällt, wo man eigentlich herkam. Das ist nicht im Sinne des Raketenerfinders. Von daher ist es gut, wie es ist. So, wir sind jetzt schon fast auf 10 Kilometer Höhe. Das heißt, ich werde mich mal ein bisschen darum kümmern, unseren Gravity Turn vorwärts zu bringen. Seid bei sowas mal vorsichtig. Einen guten Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr händisch Gravity turnt, geht mit eurem Nupsi, in den ihr zeigt, nicht zu weit aus diesem gelben Kreis raus. Bewegt euch vielleicht immer nur so am Rand. Dann bekommt ihr normalerweise auch nicht diese Probleme, dass die Rakete flippt oder sowas, sondern ihr könnt ganz normal gemütlich weiterfliegen. So. Wir sehen hier oben auch schon, durch die entsprechende Gewichtsentwicklung wird auch diese Stage super schön im positiven Schubgewichtsverhältnis sein. Solche Raketen sind immer sehr, sehr entspannt zu fliegen. Da muss man nichts vorbereiten oder vor eine höhere Apoapsis ziehen oder sowas und nichts bedenken, sondern kann einfach relativ gut in die Richtung deuten, in die man fliegen will. Und dann passiert das auch grob. Funktioniert nicht in der normalen Raumfahrt so, um euch das schon mal vorweg zu spoilern, aber auf Kerbin geht das relativ gut. Und wir sind sehr, sehr gut mit der Rakete unterwegs. Ich gehe jetzt mal so ungefähr auf 30 Grad. Zack. Damit sollten wir einen schönen, schnellen Exit bekommen, ohne allzu viel Sprit zu verschwenden. Und trotzdem noch genug Höhe gewinnen, um während dem Aufstieg nicht zu verglühen. So. Für Minmus, darauf wollte ich hinaus, müssen wir jetzt ein paar Sachen anders machen, als das normalerweise der Fall ist. Und zwar müssen wir für Minmus mit einer Inklination arbeiten. Das hatten wir vorher bei Moon noch nicht so in der Kategorie. Und jetzt müssen wir erstmal einmal weiter auf die nächste Stage.
noch ein bisschen an unserem Orbit arbeiten. Und das mit der Inklination ist aber auch alles kein Hexenwerk. Das zeige ich euch gleich. Der erste wichtige Punkt ist dafür jetzt erstmal in den sauberen Orbit zu fliegen und in dem sauberen Orbit auch wirklich zu gucken, dass ihr, ich sag mal so 80 Kilometer ungefähr Höhe habt, weil wir werden mit den Inklinationschanges ein paar Anpassungen machen. Und diese Anpassungen haben einen gewissen Einfluss auf eure Orbithöhe. Und das ist da einmal ganz wichtig, dass ihr genug Puffer habt, um nicht irgendwo wieder in die Atmosphäre reinzustürzen. Das ist nämlich auch wiederum nicht so gut für die Rakete. So, wir machen einmal das Fairing auf. Unsere kleine Minmus-Rakete ist also vorbereitet. Und dann können wir schon mal die Solarmodule ausfahren. Und ich habe euch definitiv nicht in dieser Folge erklärt, wie man Action Group macht, Action Groups einstellt. Tü-tü. Nächstes Mal ist also dann the time to be. So, und jetzt zeitraffer ich uns einmal in Richtung unserer Apoapsis vor. Gehe so circa 15 Sekunden vorher aus dem Zeitraffer raus und beschleunige unsere Rakete fertig in Richtung Orbit hoch. Und dann machen wir unsere Manöverplanung nach Minmus. Letzten Endes besteht die jetzt aus zwei Schritten statt aus einem. Beim Moon haben wir uns ja einfach rausgeschossen und den Moon getroffen. Und jetzt machen wir zwei Schritte. Schritt 1 ist nämlich Inklination anpassen, damit wir Minmus gut treffen können. Und Schritt 2 ist dann genauso wie beim Moon sich rausschießen, um den Moon zu treffen. Also insgesamt kein Hexenwerk. Nix, nix, was irgendwie schwer zu lösen wäre. Und man muss es nur mal gemacht haben oder mal gesehen haben und dann kann man das relativ gut nachbasteln. So, gucken einmal, wenn die flippen, sind wir an dem richtigen Punkt angekommen. So, wir haben jetzt noch relativ gut Delta V in beiden Stages drin, also sehr viel Puffer zur Verfügung, um nach Minmus zu kommen. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter rausscrollen, seht ihr hier, bei Moon waren wir schon, jetzt geht es nach Minmus. Den setzen wir als Ziel und erhalten damit den absteigenden Knoten und den aufsteigenden Knoten mit einer angezeigten Abweichung von 4,9 Grad. Das könnt ihr mit Rechtsklick markieren, dann seht ihr das. Und dann setzen wir uns einfach an der Stelle, wo wir mit unserem Kurs diesen Knoten passieren, setzen wir uns ein Manöver und dieses Manöver werden wir dann entsprechend anpassen. Wir sehen jetzt hier unseren Kurs und wir sehen im Hintergrund grün den Kurs von Minmus. Und wir kommen ja so geflogen. Also wir kommen von hier, fliegen hier rüber. Und ihr seht, das geht ein bisschen nach unten. Das heißt, wir ziehen jetzt mal, um es zu korrigieren. Sekunde, ich markiere ihn mal, damit wir es nochmal sehen können. Oh nein. Zack. Einmal wegklicken, bitte. Nein, natürlich nicht. So, ich markiere mal den hier hinten. Dann verschwindet der hoffentlich nicht. Zack. Manöver hinzufügen. So, und wir ziehen jetzt unser Manöver nach unten. Und dadurch, seht ihr, wird die prognostizierte Inklination kleiner und die wollen wir ungefähr auf die Null bringen. 0,1 oder 0,2 Grad sind auch kein Weltuntergang, aber ich hätte es gern auf 0,0. Und damit haben wir 194 Delta V in Richtung unseres Manöverfalls, den wir hier angezeigt bekommen und den sollten wir dann auch machen. Ich mache mal die Antenne raus, einfach weil wir sie ja mit dabei haben. So, und dann haben wir 8 Minuten Zeit. Was wir jetzt wieder machen können, ist auf unseren geplanten Kurs zum nächsten Manöver vorspulen. Dann kriegen wir den Zeitraffer, der uns exakt 1 Minute vor dem Manöver wieder zurückholt in die normale Zeit und wir unsere Rakete dann nochmal ausrichten können auf das Manöver. Das sollte im Idealfall entweder nach unten oder nach oben zeigen, wenn ihr euch im Vergleich zu Kerbin seht. Also entweder runter oder hoch. Schlecht wäre vorwärts oder rückwärts, dann ist irgendwas mit eurem Manöver fürchterlich in die Hose gegangen. Und das solltet ihr definitiv lieber nicht tun. So, wir sind ausgerichtet, das heißt, ich zeitraffer uns nochmal ein bisschen ran, einfach um die Zeit nicht unnötig zu vergeuden, mit Rum zu erzählen und geben dann Schub, um die Inklinationsanpassung zu machen. Und das ist, wie gesagt, der erste von den zwei Schritten, um jetzt nach Minmus rauszukommen. Und der zweite Schritt ist dann wieder ganz normal, uns einen Winkel zu suchen, in dem wir nach Minmus fliegen können. So. Zack, ich lasse die Kiste jetzt hier einfach mal drehen, weil es egal ist. So, und jetzt haben wir in der Inklination noch eine Abweichung von 0,0 Grad. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt müssen wir gucken. Minmus ist da. Minmus wird auch hier lang wandern. Düpp, 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 düpp. Wir brauchen eine Weile. Nach Minmus dauert es ein paar Tage. Ich würde jetzt mal sagen, Minmus ist wahrscheinlich ungefähr hier.
Das sind Erfahrungswerte. Das könnt ihr natürlich ausprobieren. Ihr könnt das Manöver hin und her schieben. Das heißt, huch, nicht das Inselflugfeld. Wir wollen ein Manöver hinzufügen in 20 Minuten. Und das ziehen wir jetzt einfach mal groß. Da kommt kurz der Moon in unsere Quere. Da wollen wir natürlich nicht hin. Ärgerlich, der versaut uns jetzt gerade massiv unsere Flugbahn, sehe ich. Eieieiei. Okay, wir haben ein Moon-Problem. Wir haben tatsächlich ein Moon-Problem. Mit einer Interferenz durch den bösen Moon. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich hoffe, dass wir dann Minmus erwischen. Jawohl. Okay, also wir müssen uns da am Moon vorbei schlawinern. Wenn euch das mal passieren sollte, fliegt einfach ein, zwei Orbits und wartet, damit der Moon sich auf eine andere Position verschiebt. So, und wir haben jetzt hier schon ganz gut den Minmus getroffen mit unserem Anflug. Ihr seht, das ist fast ein Viertel der Umlaufbahn, die wir vorhalten müssen durch die lange Flugzeit. Und wir haben dann ungefähr 48 Sekunden Brennzeit und werden dann mit einer kleinen Kurskorrektur nochmal in einen niedrigen Vorbeiflug rübergehen, um Minmus sauber zu treffen. Okay, SAS wieder an, damit wir uns ein bisschen stabilisieren. Und sobald das passiert ist, was hoffentlich gleich der Fall ist, jawohl, gehen wir in den Zeitraffer rein und raffern uns an die. An das Manöver ran. Ihr seht, auf unserer Höhe können wir nicht schneller als 50-fach Zeit beschleunigen. Das heißt, mehr geht gerade nicht. So, nochmal eine kleine Kurbelbesichtigung. Alles angucken. Nochmal Abschied nehmen. Winken. Den Gurt ordentlich festschnallen und noch ein paar Snacks essen. Und dann geht's ab in Richtung Minmus. So, auch da wieder guckt, dass ihr vor eurem Manöver, ihr könnt natürlich über die Karte auch wieder mit ans Manöver ranspulen, arbeiten, dass ihr euch auf den blauen Pfeil ausrichtet oder das blaue Symbol ausrichtet und dann Vollgas mit Z in Richtung Minmus fliegt. Das Ganze dauert ein bisschen jetzt, der Burn. Es ist aber Delta-V-mäßig, also von dem, was ihr verbraucht an Sprit, ist es sehr ähnlich wie zum Moonfliegen, weil diese paar 10.000 Kilometer weiter raus zum nächsten Mond einfach nicht mehr so besonders viel Unterschied machen im Spritverbrauch, weil ihr einen Großteil der Gravitation von Kerbin einfach schon überwunden habt und das Ganze hinter euch habt, sodass ihr dann quasi nur noch mal eine ganz kleine Schippe oben drauflegen müsst, um diesen Flyby hinzubekommen und damit eigentlich von der Rakete her nicht besonders viel mehr Komplexität nötig ist. Das Einzige, was ich jetzt hier zusätzlich angebaut habe, sind eigentlich Dinge, die eher darauf einzahlen, dass wir das eben mit Bob, dem Wissenschaftler, fliegen können und dafür keinen Piloten mitnehmen mussten. Und natürlich hoffentlich viele Experimente mehrmals mitbringen werden, um sie abzuliefern nachher. So, damit seht ihr jetzt aber auch, haben wir eine kleine Abweichung, weil ich schlecht geflogen bin. Das ist aber auch nicht wild. Wir können jetzt mit einer entsprechenden Kurskorrektur mit Kurs, also wir lassen es jetzt einfach mal so und planen ein neues Manöver ein, wo wir in der Mitte unseres Kurses ungefähr, da sind wir weit aus dem Gravitationsfeld aller anderen Himmelskörper raus, unsere Kurskorrektur planen. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, was nötig ist. Und zwar müssen wir einfach ein bisschen bremsen, um Minmus zu treffen. Ihr seht das hier oben. Und jetzt können wir unsere Korrektur so weit durchführen, dass wir Minmus besser treffen können. Dafür kann man auch Folgendes tun, wenn ihr das Manöver habt. Wir können einfach die Ansicht zentrieren auf Minmus. Dann im Hintergrund das Manöver wieder aufklappen. Und jetzt seht ihr hier den prognostizierten Kurs und was unsere jeweiligen Manövereinstellungen mit ihm machen. Wir wollen ja einen schönen flachen Flyby erzeugen. Denn wir wollen natürlich High Over und so flach nicht. High Over und flach über Minmus mitnehmen. So. Und dafür würde ich sagen, kann man schon mal so 20 Kilometer Höhe anpeilen. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt einen schönen Vorbeiflug. Das ist unser Korrekturmanöver. Das müssen wir gleich einmal durchziehen. Und dafür mit Ö könnt ihr wieder auf euer Gefährt zurück. Können wir jetzt wieder hier klicken, zum nächsten Manöver vorspulen. Und das geht jetzt relativ schnell, weil wir Kerbin verlassen. Ihr seht, knapp am Moon vorbei. Und jetzt einmal unser kleines Manöver. Das ist wirklich nur eine minimalste Korrektur, die wir da fliegen. Und dann können wir schon die ersten Wissenschaftsdaten einsammeln. Die sammeln wir jetzt aber fürs Labor ein. Das zeige ich euch einmal kurz, wie wir das lösen.
Und dann sollte es das hoffentlich gewesen sein. Zack. So, wir sind einmal vorbereitet. Wir können jetzt wieder in die Kartenansicht gehen, wieder auf Minmus zentrieren. Hier seht ihr auch euren Nevball. Das funktioniert alles wie gehabt. Und jetzt gehe ich hier rein, damit wir einmal sehen, dass unser echter Kurs auch tatsächlich, gibt ganz, ganz wenig Schub, weil hier passiert tatsächlich nicht viel. Und jetzt seht ihr, kommt unser echter Kurs. Und da hinten ist die Periapsis jetzt, die soll da runter. Mit ganz wenig Schub können wir jetzt kontrollieren, dass das tatsächlich auch sauber in den Minmus-Vorbeiflug geht. Und dort endet, wo wir eigentlich hinwollen. Mit Rechtsklick könnt ihr euch wieder die Zahlen auch markieren und sehen, dass das passiert, was ihr wirklich möchtet. 12 Kilometer ist auch noch okay. Wenn ihr irgendwie ganz knapp korrigieren möchtet, könnt ihr jetzt mit R RCS anmachen. Und ich gebe jetzt ein bisschen Retro-Schub, das ist die Taste N. Und korrigiere damit meine Höhe auf 21 Kilometer. Mit R mache ich RCS wieder aus. Zack. Und dann sind wir im Vorbeiflug. So, jetzt machen wir einmal die Experimente. Und zwar will ich jetzt nämlich einmal meine Experimente haben, die ich gar nicht mehr verschicken möchte, sondern ich möchte den mysteriösen Schleim, das Temperaturüberwachungsgerät, aka Thermometer, das Barometer und natürlich auch noch mein Science Junior. Zack. Und wenn wir schon mal hier sind, machen wir auch gleich noch einen EFA-Bericht. So, die möchte ich jetzt aber alle gerne in diesem Tank da speichern, in diesem Wissenschaftstank. Da müssten wir die eigentlich reinstecken können. Kann ich die da reinpacken? Ja, okay. Das heißt, wir sammeln jetzt einfach alles einmal ein. Stellen natürlich auch alle Experimente wieder sauber her, damit wir die das nächste Mal benutzen können. Wie EVA geht, habt ihr in den letzten Folgen hoffentlich schon ganz gut gelernt. Und dann können wir hier einmal alles rausputzen. Zack, wiederherstellen. Und dann sind wir auch schon fertig um unser Huch. Things happened. Ah. Das Problem ist, dass ich gerade immer zwischen ich lande auf Minmus und ich fliege nach Minmus hin und her schalte, deshalb diese komischen Sachen. So, und jetzt sind die Sachen hier drin gespeichert. Diese Experimente brauchen wir nämlich nicht für uns selbst, sondern die wollen wir dann an der Station abliefern und können jetzt unsere Flyby-Mission machen. Das heißt, wir gehen jetzt als nächstes mit dem Zeitraffer einmal in die Nähe dieses Übergangspunkts. Wenn ihr Zeitraffert, werdet ihr auf jeden Fall immer, wenn ihr so einen Sphere of Influence Wechsel habt, also wenn ihr quasi vom Einflussbereich von Kerbin wechseln wir an diesem Punkt in den Einflussbereich von Minmus, da werdet ihr aus dem Zeitraffer immer rausgezogen auf eine 50-fache Beschleunigung. Das heißt, da wird stark abgebremst, der Zeitraffer, und wir können dann den Zeitraffer einfach wirklich sauber stoppen an der Stelle. Und warum wir das machen, ist, weil wir natürlich jetzt rausfinden wollen, erstens haben wir unsere Mission erledigt. So, Auftragsparameter erfüllt. Wir sind dran vorbeigeflogen. Der Auftrag ist abgeschlossen und wir haben auch als ersten Meilenstein den Vorbeiflug. Bevor wir jetzt die Wissenschaft machen, gucken wir mal, ob wir direkt eine Folgemission anhängen können. Und die Folgemission wäre in diesem Falle auf jeden Fall den Minmus Orbit zu machen. Das wäre natürlich sehr schön, aber das ist ein bisschen glücksabhängig. Und er sagt uns hier, wir wollen eine stabile Umlaufbahn tatsächlich einnehmen. Okay, machen wir das doch. Dann, wenn wir schon mal unterwegs sind, warum denn nicht? Okay, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle Grundlagen schon mal geschaffen, um gleich noch die zweite Mission abzuschließen, was die Sache ein bisschen einfacher macht. Wir machen jetzt aber in dieser Folge nur noch eine Sache, nämlich ich zeige euch jetzt einmal, wie wir die Wissenschaftsdaten quasi zweimal sammeln. Also was wir jetzt machen, wir sind das erste Mal hoch über Minmus, das heißt, wir machen einen Crewbericht, wir machen den Mystery Goo, wir machen unsere, wir speichern den Mystery Goo, wir beobachten das Thermometer, wir beobachten unsere Druckanzeige und wir beobachten den Frachtraum, zack. So, dann steigen wir noch einmal kurz aus
machen unseren EVA-Bericht. Und das ist im Moment alles, was wir so tun können, um Wissenschaftsdaten zu sammeln. So, und die können wir jetzt einmal komplett absaugen und in diesen Behälter einsammeln. Oder wir können sie händisch sammeln. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir gerade nichts hier oben in der Kapsel behalten wollen. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich einmal alles einsammeln, denn das ist komplett fürs Labor. Damit sind die gesamten Daten hierhin übertragen. Und jetzt müssen wir den ganzen Kram nochmal einsammeln, um ihn für unsere echte Forschung zu kriegen. Zack. Das heißt, Daten sammeln, Daten entfernen, wiederherstellen. Das gleiche Spiel hier drüben nochmal. Und so erzeugen wir jetzt quasi die doppelten Daten. Einmal speichern wir die oben in der Kapsel. Das nehmen wir nachher mit zurück nach Körben, um es in der Forschungsabteilung abzugeben. Und einmal speichern wir sie eben in diesem Wissenschaftscontainer. Wobei wir das ab jetzt händisch machen müssen. Zack. Um sie am Labor abzugeben in der Umlaufbahn, damit wir dort auch nochmal Wissenschaftspunkte für bekommen. Noch mehr Wissenschaftspunkte. So. Sehr schön. Ihr seht, jetzt haben wir einmal all den Kram in der Jackentasche. Einen EVA-Bericht machen wir auch noch. Wartet mal, wieso habe ich nur drei? Wieso habe ich nur drei? Lasst mich kurz gucken. Gespeicherte Daten. Schleim, Material, Atmosphärendruck. Okay. Das Thermometer hat nicht funktioniert. Das Thermometer hat nicht funktioniert. Ich habe das Thermometer nicht mitgenommen. Das ist zu heiß, Thermometer. Daten nehmen. Zack. Genau, EVA-Report haben wir auch. Und dann machen wir drinnen gleich noch einen Crew-Bericht. Und dann sind wir nächste Folge dabei und werden uns den Mimus Orbit geben und dort noch weitere Wissenschaftsdaten erforschen. So, Crewbericht an, zack, alles gespeichert und damit vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge geht es in den Mimus Orbit. Mein Name ist Robert und tschüss.